Ahoi ihr Lieben, endlich ist es wieder soweit. Ich zeige euch ein neues Produkt aus dem Hotelzimmer. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn ich schon in ein Hotel reise, dann teste ich doch mal für euch eine Stichsäge. Geile Idee, wie ich finde, habe ich gleich umgesetzt. Und zwar handelt es sich um eine wunderbare Stichsäge von Makita. Ich werde sie jetzt definitiv nicht nochmal anmachen. Es ist schon nach 12 Uhr und dann habe ich ehrlich gesagt Angst, aus dem Hotel rauszufliegen. Aber wie ihr sehen könnt, da ist noch jede Menge Staub drauf. Und ich habe sie schon eingesetzt. Ich habe für unseren Rasenmäherroboter eine kleine Garage angefangen zu bauen. Macht ehrlich gesagt ziemlich viel Spaß mit dieser Stichsäge. Und das hätte ich vorneweg nie gedacht, aber man merkt definitiv die Unterschiede zu einem preiswerteren Modell. Das ist einfach schon an vielen Stellen. Das eine ist, die Maschine ist unglaublich laufruhig. Also diese eigenen Vibrationen von der Stichsäge treten ja eigentlich nicht auf. Sie ist relativ schwer, liegt dadurch aber auch sehr, sehr stabil auf dem Material, lässt sich sehr gerade schieben. Und auch diese großflächige, gut rutschende Auflagefläche hier, führt einfach dazu, dass eure Arbeit unglaublich leicht vonstatten geht, dass es schnell geht, dass es Spaß macht. Also echt geil. Und auch wieder so eine Kleinigkeit, wo ich auch sage, den Unterschied merkt man und den liebe ich wirklich, ist der Mechanismus zum Einsetzen des Sägeblattes. Einfach hier vorne diesen Hebel großzügig umlegen und dann könnt ihr das Sägeblatt einfach einklicken, lasst wieder los, fertig. Total cool, geht wahnsinnig einfach. Und was mir auch gut gefällt, ist die Sägeleistung. Also ich habe es schon mit verschiedenen Hölzern probiert, jetzt bei dem Projekt hatte ich hauptsächlich Fichte Kiefer, also kein sehr massives Material, Balken mit einer Breite von 5,5 cm im Quadrat. Ich hatte nie Probleme, nicht mal ansatzweise, dass die Leistung dieser Maschine nicht ausreißt oder dass das Ganze ausbranzt oder dass es besonders lange dauern würde. Überhaupt nicht, hat alles top funktioniert, die Schnitte waren wunderschön, fast wie mit meiner Tischkreissäge. Hier oben Video zu dieser. Ich lege die euch auch nochmal in die Endcard. Also wenn ihr das Video weiterschauen wollt, könnt ihr das dann am Ende auch gerne anschauen mit der Tischkreissäge. Auch für mich neu ist diese Knaufform. Ich hatte bisher immer so eine typische mit so einem Handgriff und ich muss sagen, der Knauf ist eigentlich total geil, weil mit dem habt ihr die Maschine auch sicher mal in einer Hand und vor allen Dingen, ihr könnt eben auch von unten gut sägen, was fantastisch ist, wenn ihr eben den Wellenschnitt machen wollt, den Bogenschnitt. Weil ihr seht dann genau, wo sich gerade eure Maschine, euer Sägeblatt im Verhältnis zu der angezeichneten Linie befindet. Und das macht eure Arbeit unglaublich präzise und auch viel, viel einfacher. Ansonsten, ganz klassisch, ihr habt einen Pendelhub 0 bis 3, also 3 Stufen. Den Pendelhub könnt ihr nutzen, damit das Ganze schneller vonstatten geht. Und auch da muss ich sagen, den Unterschied merkt man tatsächlich. Also auf Stufe 3 des Pendelhubs hast du so eine Latte, ums keine Ahnung, viermal so schnell geschnitten, wie wenn du es ohne machst. Aber dafür kann es eben auch mal ein bisschen schneller ausfransen. Ansonsten habt ihr eine Verstellung, was den Schnittwinkel angeht, in beide Richtungen von 0 bis 45 Grad, also 0 bis 45 in die Richtung, 0 bis 45 in die Richtung. Diese ist eben wunderbar geeignet, wenn ihr einen Gerbungsschnitt machen wollt. An und für sich, der Schnitt funktioniert sehr, sehr gut. Ihr gelangt da übrigens an die Grenzen der Säge bei 5,5 cm Hölzer, wenn ihr die diagonal schneidet mit 45 Grad. Nicht, dass es die Maschine nicht länger schaffen würde, sondern die Sägeblätter sind zu kurz, aber hey, nehmt da einfach ein anderes Sägeblatt. Da gibt es verschiedene Längen, wenn ihr euch ein bisschen umschaut. Und dann funktioniert das eben auch. Also diese Grenze liegt eigentlich nur an den mitgelieferten Sägeblättern. Was mich tatsächlich gestört hat an dem Gerbungsschnitt, ist, dass die eingesetzte Skala für die Einstellung des Schnittes überhaupt nicht präzise oder auch gut ablesbar wäre. Also hier die 45 Grad so, die kriegt man noch gut hin, das ist einfach das Maximale, was geht. Aber alles dazwischen, vergesst es, das könnt ihr mit dieser Maschine hier nicht wirklich einstellen. Das wäre dann raten. Aber ist auch wieder sowas, das stört mich nicht wirklich, weil ich mache entweder 90 Grad Schnitte oder 45 Grad. Alles dazwischen nutze ich persönlich nicht oder dann habe ich eben noch meine Tischkreissäge. Da ist es für mich viel wichtiger, dass eben alle Funktionen der Stichsäge, so wie die hier sind, wirklich wunderbar funktionieren, dass sie einfach in der Nutzung ist. Und das ist hier definitiv der Fall, was ich auch sehr mag. Ihr habt hier einfach einen Schieberegler, macht daran an und aus. Ist auf Dauer, wenn man viel arbeitet, viel komfortabler ist, die ganze Zeit diesen blöden Knopf drücken zu müssen. Ist allerdings, was den Arbeitsschutz angeht, wieder so ein heikles Thema. Werde ich einfach mal neutral.
Ihr habt die Möglichkeit, hier noch so einen Paralleleinschlag zu nutzen. Nutze ich persönlich nicht so gerne. Ich habe da eine eigene Variante für mich gefunden, aber die Möglichkeit habt ihr. Ihr könnt auch eine Schiene dazu nutzen. Ansonsten, die Maschine hat ein Stromkabel. Es gibt auch eine Variante mit Akku. Ich lege euch beides unterhalb des Videos ab. Kauft das, was ihr wollt, aber ich mag eigentlich diese hier mit Kabel, weil ihr da einfach nochmal ein bisschen mehr Durchzugskraft habt und die Maschine eben auch immer geladen ist. Dann kriegt ihr natürlich noch Zubehör dazu. Zum einen, natürlich, damit ihr gleich loslegen könnt, hier ein Sägeblattsortiment, Metall, Holz und ein grobes Sägeblatt für Holz, damit es einfach schneller vorangeht. Und dann hier noch dieser Schutz für den Schlitten. Hat hauptsächlich den Sinn, dass wenn ihr auf den Nier schneidet, dieses nicht beschädigt wird. Dann habt ihr natürlich noch hier diese schöne Lootbox, diesen Stapelbauer, könnt ihr ineinander verhaken dann. Und ihr habt hier nochmal einen schönen Griff in den Raum. Das ist natürlich angepasst an das jeweilige Produkt. Das war sehr, sehr beliebt bei Handwerkern. Und was ich total cool finde, ihr habt noch dieses Gebläse, was einfach dazu dient, dass ihr auch einen Staubsauger anschließen könnt und ihr dann immer gleich die Holzspäne direkt in den Sauger kriegt. Finde ich total cool, weil das hier wirklich sehr gut an die Säge angepasst ist. Es sitzt fest, top gelöst. Dann würde mich persönlich mal interessieren, habt ihr schon mit einer Makita mal gearbeitet oder habt ihr andere Werkzeugmarken so im Petto? Schreibt eure Lieblingswerkzeugmarken mal unterhalb des Videos in die Kommentare. Ich gucke mich immer wieder gerne nach Werkzeug und ihr werdet mir da echt helfen. Und ansonsten, wenn ihr mir auch helfen wollt, klickt bitte hier einmal auf die Abo-Glocke. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, hey, der Markus hat ein neues Video hochgeladen. Und hier oben habe ich, wie versprochen, noch das Video zur Tischkreissäge von Bosch hingelegt. Tolles Gerät, auch da unbedingt reinschauen. Ahoi!